Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir stehen hier gerade in der Speicherstadt bzw. in der Hafen City. Es ist gerade sehr, sehr windig. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Hinter mir mal wieder der CL500. Und viele haben mich gefragt bei Instagram. Instagram-Link ist hier unten. Die Aktion mit den Autos schicken läuft auch immer noch. Also wenn ihr mir Autos schicken wollt, die ich bewerte im Stream live, schickt mir das gerne bei Instagram. Wie gesagt, wir sind hier in der Speicherstadt und viele haben mich bei Instagram oder auch bei YouTube kommentiert und gefragt, wie hast du es geschafft, in deinen CL Musik zu hören über Bluetooth? Weil leider ist zwar ein 2010er Modell, ist aber noch kein Facelift Modell. Deshalb haben wir auch noch kein Bluetooth integriert, nur zum Telefonieren, nicht für die Musik. Und das nervt natürlich sehr doll, wenn man immer CDs brennen muss oder USB-Stick. USB-Stick geht auch noch nicht mal. Also da ist Mercedes auf jeden Fall weit hinterhergehangen in der Zeit. Da hat BMW und Audi schon ganz andere Sachen gemacht. Also zeige ich euch heute mal, wie wir das hinbekommen, dass man in diesem Auto über Bluetooth, über euer Smartphone Musik hören kann. Let's go! Alles klar, Digga. Ich befinde mich jetzt hier im Kfz, im Cockpit, habe mal eben den Beifahrerplatz eingenommen, damit ich euch das besser demonstrieren kann. Und was brauchen wir dafür? Ich zeige euch erstmal alles, was wir dafür brauchen. Es ist nicht viel. Wir brauchen diesen Bluetooth-Adapter, der von AUX auf Bluetooth umwandelt. Nennt man das so? Umwandelt? Ja. Der aus AUX Bluetooth Musik macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das von MPOW. Genaue Produktbezeichnung ist BH129B. Bin ich sehr zufrieden mit. Habe ich jetzt schon ein paar Monate im Gebrauch. Den findet ihr bei Amazon. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir einen ganz normalen, handelsüblichen USB-Adapter, also Zigarettenanzünder auf USB. Hier ist mal so eine Version Silvercast, keine Ahnung, kann ich euch auch unten mit, das ist glaube ich von Lidl oder so. Also den kann ich euch auch in die Videobeschreibung reinmachen, habt ihr vielleicht hier auch. Dann brauchen wir ein Stromkabel, das ist schon mit dabei bei diesem MPOW Bluetooth-Adapter. Das kommt hier unten dann rein. Der Busfahrer hier, der ist da leicht angereizt, aber naja. Auf jeden Fall kommt das hier unten rein, das ist das Stromkabel, das man braucht, das ist aber dabei. Das wird auch mitgeliefert, das ist nochmal ein Adapter, solltet ihr einen AUX-Anschluss jetzt hier direkt haben, irgendwo hier ist das Radio beispielsweise, dann könnt ihr das einfach so reinmachen. Das funktioniert leider hier beim CL nicht, weil wir nicht mal einen AUX-Ausgang haben. So, wie simulieren wir jetzt einen AUX-Ausgang? Dafür brauchen wir wiederum noch ein zusätzliches Kabel. Ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Das heißt, es ist nicht so einfach. Es ist schon einfach, aber es ist umständlich. Ich finde es irgendwie total dumm gemacht, umständlich gemacht. Und zwar brauchen wir ein Cinch. Also das hier ist Cinch-Kabel. Rot und weiß. Und wo ist das Ende hiervon? Na, hier. Und dann brauchen wir das nochmal wieder auf AUX. Vielleicht hat es jetzt schon der eine oder andere verstanden, wie es funktioniert. Auf jeden Fall, das ist natürlich eine sehr lange Ausführung hier. Ich keine Ahnung, das war damals, hatte ich das wahrscheinlich noch irgendwo rumliegen oder so. 2,5 Meter ist natürlich total übertrieben. Reicht ja auch, wenn es viel kürzer ist. Kaufe ich mir auch irgendwann nochmal, wenn es die Zeit hergibt, nochmal ein kürzeres. Oder wenn ich dran denke, besser gesagt. Dann sollte sich bei euch im CL, beziehungsweise in der S-Klasse funktioniert das natürlich auch, im W221 und im C216 müsst ihr hier das Handschuhfach aufmachen. Und dann haben wir hier unten... Warte mal, gib mal vielleicht die Kamera mal eben kurz in meine Hände. Dann haben wir hier unten, kann man das sehen, ja, hier sieht man es sehr gut, einen gelben, einen weißen und einen roten Zinsstecker. Ich glaube, das gelbe ist für Video. Was man damit genau machen kann, ob man hier noch eine Playstation anschließen kann oder so, bestimmt kann ich mir das vorstellen, keine Ahnung. If we put a Playstation in your car. Oh man, in the car, I don't even have one of these at the house, man. This... Nehmen wir jetzt diese beiden Kabel, einmal das rote und das weiße, und stecken es hier rein. Jetzt übernimm du nochmal die Kamera. Also wir stecken jetzt hier, das ist auch hier oben ganz gut angezeichnet, stecken hier das weiße Kabel rein und hier das rote, schön fest. Das kann man natürlich alles noch ein bisschen schöner verkabeln, wenn man Interesse hat. Ich lasse es jetzt hier ganz stumpf aus dem Handschuhfach raushängen. Man könnte vielleicht hier irgendwas bohren oder so, wenn man da drauf Bock hat. Also machen wir zu. Naja,
Das lassen wir mal hier drinnen, das ist ja ein bisschen dumm. Ne? Wieso nehme ich das ganze Gedünsel hier mit? Das reicht ja, wenn wir das haben. Dann haben wir hier den AUX. Den wiederum schließen wir jetzt an unseren Bluetooth-Adapter. Zack. So, dann haben wir das. Leider gibt es keine Möglichkeit, also ich kenne keine, vielleicht hat sich das in den letzten Monaten geändert, dass man das Ding hier ohne Strom, also es hat einen Akku drin. Also man könnte es theoretisch jetzt über ein paar Stunden so und hier reinmachen. Das wäre natürlich von der Optik her das Schönste. Dann lässt es einfach hier drinnen, dann sieht man nichts. Aber ich habe das anders gelöst, weil man doch immer wieder Strom braucht dafür. Ich weiß nicht, wie lange der Musik abspielen kann. Ein paar Stunden auf jeden Fall. Und weil mich das nervt, dass es dann immer leer geht und so, habe ich das dauerhaft verbunden. Das bedeutet, wir stecken den hier unten wieder rein. Zack. Und dann brauchen wir unseren Lidl USB-Adapter. Hier unten in den Zigarettenanzünder. Zack. USB-Kabel auch rein. Jetzt bekommt das Teil hier dauerhaft Strom und ist gleichzeitig mit unserer Anlage verbunden. Dann müsst ihr hier im Command einfach auf Audio gehen. Wählt eure Quelle AUX aus. Die habe ich hier schon bei mir ausgewählt. Jetzt nehmt ihr euch ein beliebiges Handy, irgendein Smartphone, mit dem ihr euch mit Bluetooth verbinden könnt. Das Gerät heißt jetzt BH129. Das bedeutet, wenn ihr euch so ein MPOW, wie heißt das Teil hier? Ja, BH129B. Man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und ja. Wenn ihr euch so einen zulegen solltet, dann findet ihr das unter dem Namen im System, im Bluetooth-System hier. Drückt da einmal rauf. Sollte sich jetzt gleich verbunden. Ja, jetzt steht hier verbunden. Kann man das gut erkennen auf dem Dings? Verbunden. Und das war's eigentlich schon theoretisch. Jetzt sind wir mit der Anlage verbunden und können auch mal zum Beispiel ein Video von mir. Ich würde euch jetzt gerne Musik zeigen, aber dann kann das sein, dass das Video gesperrt wird bzw. entmonetarisiert. Das wäre nicht so schön. Was machen wir denn mal an? Hier, wir machen jetzt einmal hier das Video an, auch mit schöner Werbung vor. Und wie ihr hören könnt, läuft das hier ja, übers Leute. System. Ich weiß nicht, wieso das sich jetzt nicht dreht, aber wie ihr hören könnt, läuft das hier alles übers System. Ihr könnt das auch hier noch ein bisschen lauter machen. Heute mal mit modischem Anglerhut. Hier würde ich empfehlen, am Handy immer nur so ein vor ganz voll machen und den Rest dann über das Auto selber. Ja, das war's eigentlich schon dazu. Man kann das natürlich alles noch ein bisschen schöner verbauen. Das Ganze wird übertragen ohne Titelanzeige. Das bedeutet, ihr seht jetzt nicht, welchen Song ihr abspielt. Das könnt ihr alles immer nur auf eurem Handy sehen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber eine andere Möglichkeit, eine günstige, andere einfache Möglichkeit kenne ich leider nicht, die man selber so zu Hause machen kann. Und das Ganze liegt jetzt, wenn wir das Kabel, schätze ich mal, ein 10er. Das Ding hier ein 20er, sind 30 Euro. Und so ein Adapter hier nochmal ein 5er, also 35 Euro. Seid ihr dabei und könnt auf eine einfache Art und Weise Bluetooth in eurem Auto hören. Ich finde, das ist auf jeden Fall seinen Preis wert und lohnt sich. Bevor man jetzt irgendwie anfängt, hier was nachzurüsten für mehrere hundert Euro, kann man das auf jeden Fall so einfach in den Griff bekommen und in seiner S-Tonne bzw. in seinem CL schön die Ghetto-Mucke pumpen, ohne viel Stress. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euren ganzen lieben Support. Schon über 3000 Abonnenten in so kurzer Zeit. Echt krass, hätte ich niemals mit gerechnet. Schon monetarisiert sogar. Also vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Support. Und ich wünsche euch einfach eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben abgibt. Ein kleines Kommi da lässt. Und natürlich abonniert, damit wir größer werden, dass wir wachsen. Ist immer schön mit anzusehen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alter, was für ein Move. Was mich nochmal interessieren würde, wie eure Meinung dazu ist. Und zwar habe ich mir überlegt, den Diffuser hier unten, der ist ein bisschen so, geht so ein bisschen unter mit dem schwarzen Grau, finde ich. Und ich hätte Bock, den in Carbon zu folieren.
Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen in den Kommentaren, was ihr davon halten würdet, soll ich das machen oder nicht. Ich glaube, dann kommt er ein bisschen mehr raus, hat ein bisschen mehr Kontrast zum Fahrzeug, zur Fahrzeugfarbe. So geht er mir ein bisschen zu doll unter. Sagt mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Mal. Peace.